Let's Play. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Link and the Gentle, hier bei Beat Challenge in meiner neuen bzw. altneuen Wohnung. Denn ihr habt das letzte Video gesehen, da habe ich euch ein bisschen diese Wohnung hier vorgestellt. Das ist die hier mit dem Gemeinschaftsraum, wie ich euch gezeigt habe. Allerdings ist es jetzt folgendermaßen, es hat sich da was ergeben, denn direkt hier drüber, über diesen wunderbaren, dieser wunderbaren Wohnung, ist eine Wohnung frei, die wir auch nehmen können. Zunächst mal, guckt mal hier, ich habe die Klinke wunderbar reingebracht, sieht man, die machen wir auch gleich mal zu. So, und dann zeige ich euch jetzt nämlich mal, wie unsere wirkliche Wohnung aussieht, denn letztendlich nehmen wir wahrscheinlich die. Das ist jetzt so eine Frage. So, jetzt ist hier schon mal so der Fall, guck mal, zwei Türen. Letztendlich bleiben beide drinnen, aber die ganze Etage wird eine Wohnung. So, rein hier mit der Klinke, so, damit man hier die Tür aufmachen kann. So, also die Sache ist nämlich folgendes. Und zwar ist es so, ich gehe jetzt hier einfach mal so ganz schnell zum Licht, damit man mich auch ein bisschen sieht. Die Sache ist jetzt folgendes. Vermieter hat mich angerufen und hat gemeint, hey, pass mal auf, wenn ihr sowieso schon alles selber macht, was haltet ihr denn davon, eine größere Wohnung zu nehmen? Und das für einen ziemlich eleganten Preis, muss ich sagen. Das kostet uns nämlich insgesamt nur 50 Euro mehr. Und ja, kostet uns 50 Euro mehr bloß und ist dafür im Gegensatz zu der unteren schon weitaus besser. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Ich bin ja schon ein bisschen rumgelaufen jetzt hier, das habt ihr jetzt natürlich gesehen, weil ich muss mich irgendwie immer bewegen, wenn ich am Reden bin. Aber wir fangen im Flur an. So, guck mal, zack. Hier geht's rein, wie gesagt, Tür, zwei Stück. Zu der, da kommen wir gleich auf der anderen Seite noch. Und dann kommen wir hier rein. Jetzt bin ich über die Leiter gestolpert, super. So, so sieht es hier momentan aus. Das hier, ich kann ja mal direkt gleich ein bisschen Fokus hier hin. Wie man sieht, sehen Sie gar nichts. Hier ist wie unten eigentlich quasi nur ist hier der Boden, nicht ganz so schlimm. Eine Küche, nur wird das hier nicht wirklich eine Küche, sondern das hier wird vermutlich so eine Art Aufenthaltsraum oder eine Vergrößerung für die riesen Wohnstube, zu der wir gleich kommen. Hier machen wir mal... So, nenne ich Auto. So, hier machen wir mal ein bisschen Licht. So, sieht man, das ist eins der Bäder. Hier ist geplant, dass hier noch eine etwas größere Badewanne reinkommt. Man sieht das natürlich echt nicht viel, weil es relativ dunkel ist. Und zwar soll hier eigentlich eine Waschmaschine, die kann man aber auch in das zweite Bad, ja, ihr habt richtig gehört, ein zweites Bad, verfrachten. Und dadurch kann hier eine größere Badewanne rein. Hier ist das Waschbecken, hier ist das Klo, das auch ausgewechselt wird. Alles ziemlich cool, ein ziemlich großes Bad. Wie gesagt, ich mag große Bäder. Finde es auf jeden Fall besser als das andere Bad. Hier haben wir fast genauso einen Raum wie unten, der kleine Raum, nur ist der noch ein Tick kleiner. Oh, guck einer an. Das ist unser Innenhof. Das da nicht, wobei das auch schön aussieht. Ist da noch gar nicht das Fenster drin. Das ist ein ziemlich großes Fenster, hier steht's. Ja. Naja, sehr, sehr geil. So, und jetzt passt auf. Das hier ist alles Wohnstube. Also, ich möchte ja meinen, dass man das gar nicht so wirklich sehen kann jetzt, wie groß das eigentlich ist. Deswegen werde ich das mal gerade ganz kurz absolut mega professionell demonstrieren, indem ich meine Kamera hier aufstelle. So, da hinten seht ihr das Ende des Raumes. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Ja, ihr seht, ziemlich groß. Das ist unglaublich riesig. Man kann hier einmal durch den ganzen Raum gehen. Bam, 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 bam. Hier liegt natürlich noch ganz viel Holz rum, was man alles so für die Decke noch braucht. Weil ihr seht die Decke. Boah, da musste ganz viel neu gemacht werden. Die waren nämlich leider etwas undicht. Hier sieht man übrigens noch total fresh. Flur. Oh, ich glaube, ich habe mich geschnitten. Nein, habe ich nicht.
Ja, da müssen natürlich noch abgedämmt bzw. Gipsplatten gemacht werden. Diese Wand hier, die kommt raus. Ihr seht, das Ding wackelt ganz schön. Das kommt auf jeden Fall raus. Ich muss mal hier ducken. So, das hier wird dann, wenn diese Wand hier raus ist, wird das dann hier eine Küche. Mal ein bisschen heller machen, so. Da sieht man auch, dass es mal eine Küche war. Und das wird dann quasi eine wunderbar offene Küche. Ich freue mich da schon richtig drauf, dieses Projekt. Hier sehen wir die andere Tür. Schon ziemlich lustig, dass man dann zwei Eingangstüren hat. Wie gesagt, eigentlich sind das zwei Wohnräume, beziehungsweise zwei Wohnungen. Einmal hier so eine kleine, hier war eigentlich zu. Aber ja, das war halt offen und das lassen wir dann einfach offen. Und hier wird dann auch nochmal ein kleines Schlafzimmer. Kleines Schlafzimmer inklusive Bad gleich. Total mal. Viel ist jetzt noch nicht so richtig geplant. Der Plan ist, diese Wand da rauszureißen. Da kommt die Mirror's Edge Küche hin. Und ich fände es ja total geil, wenn jetzt hier an dieser Stelle, hier so, ob das so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich natürlich jetzt alles noch nicht so genau, aber ich versuche es natürlich, das so umzusetzen, wie ich es mir vorstelle. Da kommt dann, da wo die Wand ist, jetzt so eine Art Tresen hin. Und das ist natürlich alles richtig cool im Mirror's Edge Style. Wenn die Wand dann raus ist, ja, dann kann man hier so eine Wohnfläche machen. Bis dahin. Dort, das was ihr da seht, das ist ein Schornstein. Kein Scheiß. Da müssen natürlich noch einige Sachen so ein bisschen dicht gemacht werden. Aber wenn das so ist, dann wird da in der Mitte irgendwo oder links ein Loch reinkommen. Und dann kommt da ein Kamin hin. Ja, ein Kamin. Total geil. Und das hier, das ist der komplette Bereich für Beach Challenge. Wahrscheinlich dann so diese Ecke so ein bisschen. So ungefähr dürfte das dann wahrscheinlich aussehen. Vielleicht auch so, ja, so in etwa. Man hat genug Platz. Riesenteil, da ein Raum, da hinten ein Raum, ein Bad, zwei Bäder. Fett, da eine Küche. Wenn das raus ist, sieht das sogar noch mal größer aus. Ich glaube, ich werde diese Wohnung den Rest meines Lebens behalten, weil das hier total geil ist. Ja. Was gibt es noch großartig zu sagen? Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dieser Idee haltet. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gemacht hättet, ob ihr die alte, andere Wohnung behalten hättet oder die genommen hättet. Bedenkt, unten wären es 500 Euro gewesen, waren hier 550. Also ganz ehrlich, ich persönlich tendiere zu dieser Wohnung. Es steht aber noch nicht fest, hundertprozentig. Das werden wir dann sehen. Das wird sich jetzt dieses Wochenende entscheiden. Ich lade jetzt dieses Video gleich im Anschluss, sobald das andere, sobald es fertig ist, hoch. Und ihr seid dann auch brandaktuell auf dem neuesten Stand. Und ich persönlich gehe davon aus, dass das da, ich gehe mal so ein bisschen näher ran hier, dass genau diese Ecke das Beach Challenge Studio wird. Oh ja, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Das Coole ist auch, da ist ein Fenster. Hier auch. Was gute Beleuchtung am Tag bringt. Natürlich haben wir noch Studiolichter, alles kein Problem. Und ja, ich bin total begeistert von dieser Idee, auch wenn man hier noch ein bisschen mehr Arbeit hat. Rein vom Trockenbau ist es eigentlich gar nicht so viel. Ich meine, hier muss eine neue Tapete ran, hier muss was rein und dann hier halt in diesem Raum muss stark was gemacht werden, was Trockenbau angeht. Ja, ich könnte hier eigentlich mal so ein Fenster aufmachen. Ich würde eigentlich wirklich gerne mal... Hier, guckt euch das alte Zeug an hier. Krass, oder? Kann man hier so irgendwie so eine mega Nahaufnahme machen? Ja. Richtig heftig. Alt und kaputt. Das sieht schon richtig lustig aus. So, linke macht. Oh, das geht ganz schwer auf. Ah, jetzt. Da unten auch noch. Ja, hier, stell doch mal scharf. Machen wir wieder einen Autofokus an. Ja. Ach so, dann kann man hier nämlich ziehen. Ich einen Schraubenzieher oder sowas. Zoom mal raus. Ja, man könnte auch mal die ISO hier ein bisschen einstellen. Ja, ich hantiere hier mit meiner Spiegelreflex rum, die natürlich alles andere als cool ist für Videoaufnahmen. So, dann gucken wir doch mal. Schöner Blick. Da kommt schon wieder ein Auto. Ist das dasselbe wie gestern?
Nein, das ist ein Audi. Okay, wir machen hier zu und gucken uns hier nochmal rum. Und dann sage ich mal, ja, meine Fresse, ich bin selber noch total überrascht über diese Entscheidung. Jetzt war das eigentlich ziemlich, ja, ziemlich mega spontan kam. Deswegen muss ich jetzt hier die Klinke rausmachen. Deswegen sage ich einfach mal, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ding, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dort werde ich dann zeigen, was so passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das entweder wöchentlich mache oder monatlich. Das steht für mich jetzt noch nicht so fest, aber jetzt habe ich vergessen, dass ich meine Tür noch zumachen musste. Oder habe ich die zugemacht? Nee, habe ich zugemacht. Das steht für mich noch nicht so richtig fest. Aber ihr werdet es ja sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und sage dementsprechend Tschüss und bis zum nächsten Mal.